Nun, dafür, dass der Rahmen oder irgendeine Stütze gebrochen sein könnte, dafür also sitzt unser Freund Karl doch ziemlich ruhig auf seiner Bank. Am besten fragen wir ihn selbst einmal, was es mit diesem geknickten Motorrad auf sich hat. Sie fuhr ja eben noch ganz ordentlich, die Moto Guzzi mit dem Seitenwagen. Warum steht dieses Motorrad jetzt schief? Das ist im Gegensatz zum herkömmlichen Starrengespann ein Schwenkergespann. Und das bedeutet, der Seitenwagen ist hier unten, hier und dort hinten jeweils nur mit einem Kugelgelenk am Motorrad befestigt. Das hat zur Folge, dass Seitenwagen und Motorrad gegeneinander gelenkig sind und das Motorrad eben Schräglage fahren kann und der Seitenwagen geradeaus oder gerade nebenher läuft. In Schräglage rechts liegt das Motorrad auf einem Gummianschlag und das ist notwendig, weil es hier zwischen Lenker und Seitenwagen doch recht eng zugeht. Wie stellt man einen Schwenker also gerade ab? Dafür gibt es eine Parkstütze, die mit einem Dreiecksverband das Gelenk feststellt und einem ermöglicht, gut und leicht zu rangieren oder eben das Motorrad gerade abzustellen anstelle des Hauptständers. Auf keinen Fall sollte einen die Stütze dazu verführen, zu versuchen, einen Schwenker starr zu fahren. Die Folge wäre, dass das hier ausreißt und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Sturz enden.
Im zweiten Teil zeigt uns Karl seine Fähigkeiten im Ballett und wir fahren noch ein bisschen gemeinsam durch die Gegend, bevor es dann im dritten Teil mit der Technik des Schwenkergespanns weitergeht.